Das war ganz kurz in einem Autohaus. Das war für mich eine besondere Erfahrung, weil da habe ich nämlich dann gesehen, ich brauche ein freies und kreatives Arbeiten und kann mich nicht auf ein paar Quadratmeter so beschränken und immer die gleiche Tätigkeit ausführen. Ich habe eben nach meiner letzten schweren Erfahrung, wo ich jetzt einfach gesehen habe, okay, das war es jetzt nicht. In meinem letzten Job habe ich mir was gesucht, wo ich frei kreativ arbeiten kann, wo ich viel mit Menschen zu tun habe, wo ich mich weiterentwickeln kann, das bodenständig ist und das aber auch leistungsgerecht bezahlt wird. Und da bin ich dann selber auf die Idee gekommen, eben das einmal zu versuchen. Das Coolste ist, dass ich tolle Voraussetzungen gefunden habe in meinem Büro. So wie eben die Zusammenarbeit ist, also mit Chef, mit Kollegen, das ist einmal ganz cool, dass ich viel mit Menschen arbeiten darf, dass ich in meiner Umgebung arbeiten darf, also in unser Expertengebiet. Ich bin zwar viel auf Achse, aber doch immer auch gleich wieder mal zu Hause. Ich habe relative Freiheit bei meiner Einteilung. Ich habe einen super Support. Also wenn wirklich der Hut brennt, dann helfen alle zusammen. Mir gefällt die Größe, der Auftritt, auch der Unique-Faktor, diese Unverwechselbarkeit, das Netzwerk. Einfach das Beste, was ich auf diesem Gebiet so, wenn man so rundherum auch ein bisschen schaut, einfach gesehen habe. Also meine schönsten Erinnerungen sind sicher unsere Teamreisen mit den Kollegen zu den Conventions und da speziell Amsterdam. Das, was ich mir gewünscht habe, mit dem freien Arbeiten, mit dem tollen Team, mit dem Verdienst, das hat sich alles erfüllt. Er muss kommunikativ sein, er muss Interesse haben an dem, mit dem er da arbeitet und er muss auch, wie sagt man, resilient, dieses neue Modewort. Er muss eine gewisse Belastbarkeit haben, aber auch wissen, wie weit will er belastbar sein. Und natürlich muss ein Vertriebstalent sein, das ist ganz klar. Die sollen sich aber auch bewusst sein, dass sie keine Einzelkämpfer sind. Sie sollen wirklich so das große Ganze sehen und sie sind da ein Teil davon. Das ist kein Geheimnis, ich sage Ausdauer. Durchtauchen, auch wenn es einem nicht so gut geht. So ein berühmter Fußballtrainer sagt ja selber, wie gut du bist, zeigt sich an schlechten Tagen. Es ist etwas so was Dauerhaftes, das kann ein paar hundert Jahre halten. Das ist das, die haben eine Energie, Immobilien haben eine Energie. Die Leute kommen rein und spüren in den ersten Minuten, das wird was oder das wird nichts. Beim Tanzen, beim Chorsingen, in der Natur, am Wasser und beim Schlafen. Meine gute Laune. Wenn ich mit dem Chef Auto tausche und dann gibt es einen Blechschaden. Mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Also das ist, hat was mit Privatem zu tun und beruflich. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es gibt viel zu wenig Männer, die tanzen.